Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und heute ist der Superlativ, der wuchtige Superlativ, den ich verwenden werde, genau der richtige. Er ist einer der absolut größten. In 24 Sprachen, also weltweit, werden seine Bücher gelesen. Er hat mittlerweile schon mehr als 20 Bücher veröffentlicht, 15 Romane. Einer ist jetzt ganz neu und dieser neue Roman erlebt seine Weltpremiere hier bei uns in Berlin. Am morgigen Mittwoch ist es soweit, dann wird er Hart auf Hart vorstellen. So heißt das neue Buch. Die New York Times hat über ihn gesagt, dass er einer der erfindungsreichsten und sprachmächtigsten Autoren seiner Zeit ist. Nämlich T.C. Boyle ist bei uns. Herr Boyle, Sie haben schon mal gesagt, dass Ihnen Regen und traurige Musik beim Schreiben besonders gut hilft, also dass die ganze Atmosphäre ein bisschen traurig sein muss. Wenn es nicht so klappt mit dem Schreiben und die traurige Musik läuft, es regnet, ist es dann eine Hilfe, wenn Ihnen einfällt, was die New York Times mal Tolles über Sie geschrieben hat? Well, we sometimes exaggerate. Nun, manchmal übertreiben wir es mit unseren Gewohnheiten, aber ja, im Allgemeinen ist es schon so, dass ich traurige Musik und düsteres Wetter mag. Das hilft mir, mich innerlich zu konzentrieren. Ich habe nie ein einziges Wort ohne Hintergrundmusik geschrieben. Und natürlich schlägt mein Herz für den Rock'n'Roll, aber wenn ich arbeite, möchte ich keine Sprache hören, die ich verstehe. Das wäre Englisch. Deswegen höre ich dann deutsche Opern, italienische Opern, aber auch der Vokalmusik von Bach, von Mozart, die Messen von Bach. Ich höre Jazz aus meiner Jugend, John Coltrane, Miles Davis. Und wenn das dann vorbei ist und ich nicht mehr arbeite, dann kann ich auch Rock'n'Roll hören. Aber was für mich sehr wichtig ist, ist der Rhythmus der Sprache. Und deswegen mag ich es auch, laut vorzulesen und auf der Bühne zu sein. Ich erinnere mich dann eben an den Beat der Sprache, den Rhythmus. Und die Musik hilft mir schon beim Schreiben. Und diese großen Sätze, dieser große Satz, T.C. Boyle ist einer der erfindungsreichsten und sprachmächtigsten Autoren seiner Zeit. Kann man sich daran, können Sie sich daran manchmal aufrichten, wenn es nicht so läuft? If things don't work out. Wenn es nicht so richtig läuft. Oh, shucks, Jörg. I just do what comes natural. Ich mache einfach das, was bei mir ganz natürlich rausfließt. Das ist mein Leben. Ich bin wirklich besessen von der Literatur. Und ich schreibe nicht fürs Fernsehen. Ich schreibe keine Drehbücher für Filme. Ich habe kein Interesse daran, eine öffentliche Figur zu sein, die Vorträge hält oder die auf Podien sitzt. Das alles interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist, Künstler zu sein und Kunst zu machen. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Wunder. 7 Tage die Woche wohne ich in mir drin und schaffe etwas und das ist eine große Freude. Jetzt haben wir etwas gemacht, was man eigentlich mit dem sprachmächtigsten Autor seiner Zeit nicht machen sollte. Wir haben die Akte aufgeschrieben, selbstverständlich in T.C.s Muttersprache. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie der Tradition folgen würden und das vorlesen würden, damit wir wissen, wer Sie sind. Okay, aber vielleicht muss ich es ein wenig verändern, während ich es vorlese. Mein Name ist Thomas Corrigason Boyle und das ist zum Teil meine eigene Schöpfung. Ich wurde ursprünglich Thomas John Boyle Jr. genannt, als ich geboren wurde. Und das ist ein sehr gewöhnlicher Name, so wie Joe Smith. Und ich hatte dann mit 17 den Eindruck, dass ich doch sehr besonders war und einen sehr besonderen Namen bräuchte. Und deswegen habe ich diesen Namen Corrigason von der weiblichen, meiner mütterlichen Seite angenommen. Und das ist hauptsächlich irisch-amerikanisch, aber da gibt es in meinen Wurzeln auch einige niederländische. Niemand weiß genau, wer der Vater meiner Mutter war, deswegen können wir da nicht sicher sein. Ich bin 66 Jahre alt, mehr als 40 Jahre lang verheiratet und Vater von 3 Kindern. Und ich bin verheiratet mit der berühmten Frau Boyle und sie war schon während der College-Zeit meine Freundin. Und zwar an der SUNY Potsdam. Das ist die Universität Potsdam in New York, nicht in Deutschland. Meine Tochter Carrie folgt mir in meinen Fußstapfen, ist selbst Schriftstellerin und auch Filmautorin. Ich bin in Peekskill, New York aufgewachsen, eine Kleinstadt, 30 Meilen nördlich von New York City, benannt nach Jan Peek, dem niederländischen Forscher, der das vor mehr als 400 Jahren entdeckt hat. Während meiner Highschool-Jahre war ich ein Taugenichts- und Faulenzer. Nun, nicht ganz. All die Sachen, die
ich als junger Punk gemacht habe, die ich heute bereue. Nun, da haben mich immer meine Freunde reingequatscht. Und das stimmt übrigens. Das ist wirklich wahr? Also das ist wahr, dass Ihre Freunde, haben Sie die ganze Zeit da reingeredet? Das ist aber eine sehr, sehr bequeme Ausrede, oder? Ich scherze nur zum Teil, aber wir hatten eine Gruppe von wirklichen Klugscheißern, die wir da waren. Und einer von denen war übrigens auch schizophren und ist dann auch kurz nach der Highschool eingewiesen worden. Aber er war brillant, ich habe ihn geliebt. Und deswegen ist es in einem Buch wie Heart of Heart für mich auch wichtig gewesen, eben mich in einen Schizophrenen hineinzuversetzen. Jedenfalls habe ich nicht immer das gemacht, was ich hätte machen sollen, aber in Amerika, einer Demokratie wie auch in Deutschland, wird uns ja beigebracht, auch Autoritäten zu hinterfragen und das zu tun, was wir möchten, und zwar auf unsere eigene Art und Weise. Und deswegen ist das nicht ganz richtig, aber schon zum Teil. Ich musste erst ein wenig heranwachsen und herausfinden, worum es sich im Leben wirklich dreht. Ich habe dann in Potsdam erst einmal mich für Musik eingeschrieben. Das ist also die SUNY New York Music School. Aber ich bin dann während der Aufnahmeprüfung schon durchgefallen. Und dann war ich da in diesem College für freie Künste. Und ich bin ein großer Fan von Geschichte. Deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich im Hauptstudium Geschichte studieren würde. Dann bin ich im zweiten Studienjahr in eine Klasse für englische und amerikanische Literatur gegangen und habe dann die Kurzgeschichten von Flannery O'Connor entdeckt und habe gedacht, gut, ich brauche zwei Hauptstudien. Englisch und Geschichte. Im dritten Jahr bin ich dann in eine kreative Schreibenklasse gegangen und habe mein Metier gefunden, was ich wirklich machen kann. Das war nicht ganz so einfach, es hat ein bisschen gebraucht, aber das ist, was ich gemacht habe. Vielleicht sollten Sie jetzt wieder einsetzen bei After I Finished College. Ja, ich habe also mit 21 das College beendet, das war während des Vietnamkrieges. Und ich war radikal gegen diesen Krieg eingestellt. Und es gab viele Möglichkeiten, nicht eingezogen zu werden, beispielsweise sich umzubringen. Ich habe mich dann entschlossen, das nicht zu tun. Aber wenn man in einer Schule als Lehrer arbeitete, und zwar in einer benachteiligten Gegend, dann wurde das für die nationale Sicherheit als unverzichtbar erklärt und konnte ausgenommen werden. Und das habe ich gemacht. Ich hatte keine Vorbereitung auf diesen Beruf. Aber für mich war das ganz toll, weil es mir auch die Liebe zum Lehren als Wurzel gelegt hat. Und das dauert bis heute an. Und das hat auch auf die radikalste Art und Weise mich gelehrt, eine mir antipathisch eingestellte Zuhörerschaft zu kontrollieren. Ja, also auch irre wirklich zu kontrollieren. Das war gut für mich. Vielleicht könnten Sie, TC, auf die zweite Seite wechseln, weil da sind die kontroversen Teile Ihrer Persönlichkeit stärker rausgearbeitet, die Sie uns dann... womöglich, da müssten Sie Stellung zu nehmen. Ich habe großes Glück gehabt, wirklich entdecken zu können, was ich im Leben gerne mache. Und deswegen lehre ich das auch an der Uni. Und es gefällt mir sehr, in den Künsten zu lehren. Und das hat mich auch wirklich in die Lage versetzt, sein zu können, wer ich bin. Und als ich dann gereift bin, habe ich diese schrecklichen jugendlichen Gewohnheiten aufgegeben und die Arbeit an sich ist für mich das Allerwichtigste. Ich arbeite jeden Tag und hoffe, dass das so lange wie ich lebe auch weitergehen wird. Lassen wir die Akte beiseite, kommen wir zu Ihrer Kindheit in dem kleinen Ort nördlich von New York, 30 Meilen, also ungefähr 40, 45 Kilometer von New York. Das Verblüffende ist, dass Sie in einem Interview mal erzählt haben, Sie hätten Sie sind mit dem Fernsehen aufgewachsen, es gab keine Bücher in der Familie und Sie haben, um die Existenz einer der größten und turbulentesten Städte der Welt gar nicht gekümmert. Yes. I have written... Ich habe das Vorwort für meine gesammelten Geschichten, die im letzten Jahr in den USA veröffentlicht worden sind, geschrieben. Und dieses Vorwort wird jetzt gerade auch in Deutschland in einer der großen Zeitungen veröffentlicht. Und darin diskutiere ich genau diese Frage. In der Arbeiterklasse kannten wir New York City kaum. Und das ist nur eine Stunde Zugfahrt gewesen. Viele der Eltern meiner Freunde, die eine bessere Bildung hatten, arbeiteten in der Stadt und sind dorthin gependelt. Und natürlich sind wir auch auf Schulausflügen dorthin gefahren.
waren. Und entweder würden uns also die Eltern meiner Freunde dorthin zu einem Konzert oder einem Theaterstück mitnehmen, aber für uns war das eigentlich eine fremde Welt. Meine Eltern sind niemals nach New York City gegangen, nie. Die haben kein kulturelles Interesse gehabt und sie haben auch die Möglichkeit nicht gehabt. Sie sind zu Zeiten der wirtschaftlichen Depression aufgewachsen. Mein Vater war in einem Waisenhaus, meine Mutter hatte keinen Vater in ihrer Familie. Für sie war es also sehr schwer. Und es ist tatsächlich eine Frage der Klassenzugehörigkeit. Glücklicherweise ist es dann in meiner Zeit in Amerika so gewesen, dass wir auch die Klassengrenzen überschreiten konnten aufgrund des öffentlichen Bildungswesens. Sie haben jetzt schon häufiger erzählt, dass Ihre Eltern Alkoholiker gewesen sind, dass Ihre Eltern letztendlich auch durch den Alkohol sehr, sehr früh gestorben sind. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Ihre Eltern mitunter sich stärker auf den Alkohol und neuen Alkohol zu kriegen konzentrieren, als sich um Sie zu kümmern? Never actually. Das ist tatsächlich mir nie bewusst geworden. Das ist so ein bisschen ein Mythos, der um mich herum entstanden ist. Ja, meine Eltern waren beide Alkoholiker, aber die fehlten nie bei der Arbeit. Die haben mir eine sehr starke Arbeitsethik vermittelt. Und es war eigentlich eine normale Familie in einer normalen Umgebung, in der ich groß geworden bin. Und ich habe alles gekriegt, was ein Kind nur kriegen könnte in seiner Kindheit. Auf der anderen Seite war es sehr traurig, weil mein Vater ein depressiver Alkoholiker war und erst mit nur 54 Jahren gestorben, als ich gerade erst mein Hauptstudium begonnen habe. Und wie viele Jungs und auch viele Mädchen habe ich große Abneigung gegen sie empfunden und bin niemals rechtzeitig genug gereift, um meine Eltern wieder zu akzeptieren. Ich glaube, das wäre auch noch passiert, aber zu dem Zeitpunkt waren sie dann schon gestorben. Das ist natürlich ein trauriger Aspekt meines Lebens. Auf der anderen Seite sind die Eltern meiner Frau bis in die hohen 80er Jahre gelebt und sind gerade erst verstorben. Mein Agent George Bouchard ist für mich wie ein Vater. Er ist seit meiner College-Zeit mein Agent gewesen. Und ich habe viele große Mentoren gehabt, Lehrer, die ich bis heute verehre. Lehrer aus der Highschool, dem Grundstudium und dem Hauptstudium. Mentoren wie eben auch Schriftsteller wie Robert Coover, der wirklich eine bemerkenswerte Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ich war ein Fan seiner Arbeit und dann sind wir später Freunde geworden. Es ist also sehr unglücklich, dass meine Eltern so früh verstorben sind, aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich all diese anderen Figuren getroffen habe, die sie ersetzen konnten. Jetzt geht es in dem Buch Hart auf Hart ja tatsächlich auch um eine Familie. Es hat durchaus im Hintergrund auch mit Elternschaft zu tun. Da ist der ganz angesehene Schuldirektor Stan Steensen, der ist Vietnam-Veteran, wie gesagt, höchst angesehen in seiner Gemeinde, weil er so ein respektabler, verantwortungsvoller Lehrer war. Sein Sohn Adam, 25 Jahre, ist tatsächlich Schizo, entschließt sich dazu, im Wald zu leben, baut Opium im Wald an, geht mit der Waffe rum, beginnt irgendwann tatsächlich zu töten. Nun wird einem im Buch auch klar, der Vater, mit an Gewalt gewöhnt, hochfahrend, jähzornig, respektiert, der Sohn auch gewalttätig, jähzornig, hochfahrend, nur nicht so aufgeräumt, weil er es eben nicht in der Armee macht, sondern für sich im Wald. Würden Sie sagen, dass man in gewisser Weise Geisel seiner Gene ist, dass man gewissen Dingen, die man von den Eltern mitkriegt, gar nicht entgehen kann? Das ist eine ganz interessante Frage, Jörg. Ich habe das natürlich auch wegen meiner Herkunft in meinem Buch World's End von 1979 untersucht. Wenn man aussieht wie sein Vater und man die Augen der Mutter hat und ihren Körperbau, wie steht es dann um die eigene Mentalität? Ja, es gibt diese Debatte, ob die Herkunft oder die Umwelt eine größere Rolle spielen in unserer Entwicklung. Aber wir haben das menschliche Genom nach und nach entschlüsselt und haben immer mehr herausgefunden, dass wir eigentlich nur Tiere sind, wie die anderen Tiere auch. Und dass vieles von dem, was wir als für den freien Willen halten, eigentlich etwas Zufälliges ist. Und vieles von dem, was wir wirklich tun, auch durch die Genetik mitgetrieben wird und durch Hormone. Und deswegen frage ich mich häufig, wie das eigentlich ist. Eben, in World's End und jetzt auch in diesem Buch. Ich habe dort einen Vater, der ein gewalttätiger Mensch ist, und frage nun, ob das genetisch an den Sohn weitergereicht wird. Ist der Sohn jemand, der das wahrnimmt, der seinen Vater kopiert? Ich glaube, es ist irgendwo in der Mitte. Jetzt denke ich nochmal an die Situation, mit der das Buch beginnt. Da ist also der 70-jährige Sen auf einer Kreuzfahrt mit seiner Frau.
Die beiden gehen mit einer Gruppe anderer amerikanischer Senioren in Puerto Rico von Bord, werden da mit einem fiesen Bus in den Wald gefahren und dann überfallen von drei Banditen. Mhm. Stan erinnert sich an seine Zeit als Marine und tötet einen dieser Männer mit bloßen Händen. Jetzt stelle ich mir vor, die Zuschauer, die zu Hause sitzen und die womöglich schon mal Opfer von Kriminalität geworden sind, sich denken, ja, Pech für den Typen. Pech gehabt, weil wer sich ins Feuer begibt, kommt darin um. War das zu plump von mir? Oder müsste ich mich als Leser dafür schämen, dass ich das als triumphalen Moment empfunden habe in dem Buch? You are exactly right. You're a wonderful reader. Nein, Sie haben das genau richtig gemacht. Sie sind ein ganz wunderbarer Leser und ich freue mich, hier zu sein. Die beiden Geschichten, die ich hier erzähle, von Vater und Sohn, sind wirklich auch Geschichten, die aus den Nachrichten stammten. Ich kannte diese Menschen nicht. Ich habe diese Geschichten wahrgenommen und habe dann überlegt, woher diese amerikanische Waffengewalt stammt. Und in der ersten Geschichte geht es eben um einen alten Mann, 70 Jahre alt, aber der ist gut in Form. Und ohne dass die Banditen das wussten, war er ein ehemaliger Marine in Vietnam. Und er reagiert einfach instinktiv. Und wie ich das im Buch auch sage, ist es keine Frage der Kontrolle. Er hat gelernt zu töten. Und das ist wie Schlittschuhlaufen, das ist wie Skifahren, wie Radfahren. Man vergisst es nie wieder. Und als er dann einmal den Gangster mit dem Gewehr erst einmal am Revers gepackt hat, dann kann er nicht mehr gehen lassen. Er killt ihn einfach instinktiv. Und das ist die Eröffnung des Buches, bevor man den Sohn überhaupt getroffen hat. Sein Sohn, nun, also der Vater ist normal, was seine Psyche angeht, mal abgesehen von der Interpretation durch den Leser, aber der Sohn ist schizophren. Und seine Gewalt kommt aus seinen eigenen Wahnvorstellungen. Jetzt abseits davon, wir kommen gleich zu dieser Situation zurück, abseits davon, ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gelesen, die so schrecklich beschrieben ist wie hier. Also die Kreuzfahrt, meine Damen und Herren, für Sie ist das vielleicht zu Hause eine Wunschvorstellung, endlich einmal eine Kreuzfahrt machen bei TC, dann sollten Sie das erste Kapitel umgehen, denn die Kreuzfahrt ist grässlich. Es ist alles Plastik an Bord dieses Schiffes. Kann das sein, TC, dass es damit zu tun hat, dass Sie niemals auf so eine Kreuzfahrt unter andere ältere Menschen, vor allen Dingen nicht unter andere ältere Amerikaner geraten wollen? Yes, absolutely, Jörg. Ganz genau, Jörg. Ja, die Vorstellung einer Kreuzfahrt ist für mich wirklich die Vision der Hölle. Ich möchte das niemals erleben müssen. Ich musste da ein bisschen recherchieren. Ich habe also Menschen befragt, die selbst auf Kreuzfahrten waren. Ich selbst war mal in Costa Rica, habe dort Freunde besucht und habe dort ein Kreuzfahrtschiff gesehen. Und ich, auch in Santa Barbara sieht man die. Die sind größer als das Gebäude, in dem wir drin sind. Das ist nichts für mich. Ich kenne viele Leute, die es mögen, aber nichts für mich, wie gesagt. Und ich wollte mir also vorstellen, wie sich das wohl anfühlt. Weil natürlich in der echten Geschichte diese beiden Personen auch auf einer Kreuzfahrt für ältere Leute waren. Wenn jetzt jemand das Buch zur Hand nimmt, dann und er weiß nicht so wahnsinnig viel über die Vereinigten Staaten, dann könnte er annehmen, TC Boyle hat sich da irgendwelche verrückten Leute rausgesucht. Eben der Sohn ist halt schizophren. Mein Gott, warum hat er sich da gerade das rausgepickt? Wenn man dann tatsächlich mal anfängt nachzugucken, dann stellt man fest, da ist eine große Bewegung, da ist dieses Souveränitätsmovement, die tatsächlich sagen, ich habe keinen Vertrag mit dem Staat. Leute, die sagen, ich melde mein Auto nicht an, ich bringe meinen Hund nicht zur Impfung, die im Prinzip sagen, ihr könnt mir gar nichts, ihr seid ein Verbrecherstaat da in Washington und ihr lasst mich bitte schön ganz in Ruhe. Haben Sie zwischenzeitlich mal das Gefühl, zu Hause nur von Irren umgeben zu sein? Well, I think in all our societies. Ich glaube, in all unseren Gesellschaften sind wir von Irren. Und zwar die ganze Zeit umgeben. Wir beiden sind natürlich die Einzigen, die normal sind, Jörg. Und ich muss auch noch mal sagen, dass wenn ich so ein Buch schreibe, dass es keinen Plan dafür gibt. Das ist ein organischer Prozess. Es geschieht. Ich habe natürlich Material gesammelt, aber alles schien seinen eigenen Ort zu finden. Zuerst einmal gab es den Vater. Dann habe ich etwas über die Bewegung der Souveränen gelesen, diese rechten Bewegung, die irgendwie rechtfertigen, dass sie keine Nummernschilder haben, keine Steuern zahlen und sagen, sie seien kein Teil der Gesellschaft, obwohl sie es sind. Und dann gibt es den Sohn, der ein natürlicher Killer ist, wenn man so möchte. Und dann habe ich mich gefragt, wie all diese Elemente im amerikanischen Charakter zusammenpassen. Diese anti-autoritären Tendenzen in vielen Menschen
sind schon typisch. An meiner Generation beispielsweise wurde uns gesagt, dass wir Freidenker werden sollten, wie ich das schon gesagt habe, und dass wir der Autorität widerstehen sollten. Aber wo zieht man hier eine Linie und wie kann man das rechtfertigen? Und das ist also, wie diese drei Elemente für diese Hauptprotagonisten zusammengekommen sind. Der Vater, dann Sarah, 40 Jahre alt, Sovereign Citizen, und dann eben Adam, der dann ihr Liebhaber wird, 25 Jahre alt und eigentlich total desinteressiert, weil er natürlich auch diese geistige Störung hat. Aber er nimmt sich ein Vorbild an einem Trapper aus dem ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Coulter, und er ist total muskulös, weil er sieht sich als Waldläufer, er rennt ja auch tatsächlich die ganze Zeit im Wald rum und guckt auf die Leute herunter, die nicht so kraftvoll, nicht so fit sind, wie er eben ist durch seinen permanenten Waldlauf. Kann man das nicht teilweise auch verstehen? Werfen Sie nicht auch die Frage auf, ob wir nicht zwischendurch wirklich Weicheier geworden sind? Ich denke an die Geschichte in Salt Lake City. Salt Lake City ist gebaut von Leuten, die sich auch vom Staat unterdrückt fühlten und die von Iowa bis mitten in die Wüste, ich glaube mehr als 1000 Kilometer mit Handkarren zu Fuß zurückgelegt haben. Sind Sie nicht im Vergleich zu den Amerikanern, die es vor Ihnen gab, zu weich? You know, your culture. Na, wissen Sie, Ihre Kultur ist ja doch etwas älter als die unsere. Und weil Amerika eben eine junge Nation ist und von Pionieren entdeckt und bewältigt werden musste und die Indianer besiegt werden mussten, da gab es unglaublich viel Platz für Flüchtlinge aus Europa, die wie die Pilgerväter ihre eigene Art von Gesellschaft schaffen wollten und auch ihre eigene Art von Freiheit. Und das, glaube ich, ist eben immer noch Teil der amerikanischen Kultur und wird es vielleicht auch für immer bleiben. Und das eröffnet dann den Weg auch für Gewalt. Das vierte Element, wie du ganz richtig angesprochen hast, ist die wirkliche Obsession Adams mit Joan Coulter. Und seit den frühen 19. Jahrhundert war er eben ein Trapper, ein Pelzhändler, und das gab es so natürlich nicht in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern, aber damals mussten die Menschen in diesen Gesellschaften auch Zylinder tragen. Die sind aus Biberpelzen gemacht worden. Das war also sehr wertvoll. Wo hat man das dann gemacht? Wo hat man die gefangen? In New Hampshire und New York und später auf indianischem Gebiet. Das heißt, da gab es diese Männer, die versucht haben, diese wertvollen Pelze zu erbeuten. Und John Coltrane war hier einer der berühmtesten, der sogenannten Mountain Men, der Männer aus den Bergen. Coulter's Run, darüber haben wir in unseren Geschichtsbüchern gelesen, als wir klein waren. Und Adam ist wirklich besessen davon. Wer kann härter sein als John Coulter? Keiner kann härter sein als er. Die Indianer haben ihn gefangen und haben dann versucht zu beschließen, wie sie ihn denn wohl töten würden. Seine Haut abziehen, ihn anziehen, anzünden würden, ja, wie die Leute von ISIS heutzutage, nicht wahr? Und sie haben dann gesagt, wir würden ihn nackt ausziehen, ihm 100 Meter Vorsprung geben und dann sollten die jüngsten Krieger hinter ihm herlaufen mit ihren Speeren und ihn dann töten. Aber er war schneller, er hat überlebt und das ist nun das Ideal von Adam gewesen. Er wollte ein moderner Mountain Man sein. Er wollte der härteste und zäheste Mann sein, der je gelebt hat. Und zu was Ihnen das führt, meine Damen und Herren, lesen Sie in Hart auf Hart. Ich konfrontiere jetzt TC jetzt mit den fiesen Sieben. Sarah, die ältere Liebhaberin von Adam, hat weiche Lippen, aber auch große Brüste. Was ist Ihnen bei einer Frau wichtiger? Well. Ich muss sagen, dass wir alle unsere eigenen Verträge im Leben aufsetzen und abschließen. Und ich habe die Lebenskraft gefunden, wie George Bernard Shaw über Frauen gesprochen hat. Diese Lebenskraft hat mich einfach mitgerissen. Sie ist eine wundervolle Frau. Sie hat mir erlaubt, sie einmal zu küssen und das brauchte nicht mehr und ich bin für immer ihr Sklave. Ich mag starke Frauen. Ich mag meine eigene Macht der ihren unterzuordnen. Adam ist vor lauter Muskeln so hart wie ein Fels. Wann waren Sie das letzte Mal so gut in Form oder sind Sie es noch? Nun, ich glaube, für einen älteren Herrn, wie ich das jetzt bin, bin ich gut in Form. Ich kann immer noch ein bisschen gehen und ein bisschen reden, das ist in Ordnung. Ich wandere tatsächlich sehr viel in den Wäldern. Das ist meine Hauptsportart, einfach in der Natur zu sein und zu wandern. Als ich ein junger Mann war,
Und ich meine, Sie sehen mich ja, ich bin mit natürlichem Koffeingehalt geboren worden, ich habe immer Energie. Und als ich jünger war, da gab es den Begriff hyperaktiv noch nicht oder ADHS. Das gab es nicht und auch die Psychiater und die Medikamente gab es nicht. Wir hatten aber eine Hintertür. Winters und Sommers hieß es, geh raus. Ich war also immer sehr energetisch und auch sehr stark auf meine eigene Art und Weise. Und deswegen kann ich auch hier eine Verbindung zu Adam herstellen als junger Mann. Vielleicht war ich nicht ganz so besessen, wie er das ist, aber die Natur war für mich immer ein Zufluchtsort und ist es auch heute noch. Was würden Sie lieber machen? In der Pause des Super Bowl ist doch nochmal mit Musik probieren und singen oder in 2 Jahren bei der Vereidigung von Präsidentin Clinton in Washington ein eigenes Gedicht vortragen? What was I doing when he was inaugurated? No, was Sie lieber machen würden, wenn Sie die Wahl hätten. Wenn wir an eine Fee käme und würde Ihnen vorschlagen, TC, du kannst beim Super Bowl singen in der Pause oder aber 2017 stellst du dich hin und liest das Gedicht vor, wenn Hillary Präsidentin geworden ist. Okay. Was würden Sie auswählen? Easy question. Das ist eine einfache Frage. Ich bin schon immer ein Anhänger der Demokratischen Partei gewesen und auch ein Fürsprecher von Clinton. Und ich bin auch ein Football-Fan, schon immer gewesen. Und ich würde keins von beidem machen. Ich hasse einfach öffentliche Darstellungen dieser Form. Ich hasse es auch, in großen Menschenmengen zu sein. Ich liebe es, allein im Wald zu sein. Ich wäre viel lieber mit Thoreau in seiner kleinen Hütte. Und eine der großen Ehren, die ich im letzten Jahre erfahren habe, war, dass ich den Thoreau-Preis für Naturschriftstellerei erhalten habe. Und das ist für mich wirklich wichtig. Und ein Teil davon bestand darin, dass ich mit einigen Menschen nach Walden Pond gehen konnte und dort den Nachbau der ursprünglichen Hütte von Thoreau gesehen haben. Das ist kleiner als der Raum, auf dem wir hier sitzen. Und es ist einfach so schön. Und in World's End gibt es ja eine Hütte, die dem wirklich sehr, sehr ähnelt. Und ein enger Freund von mir hat dort gelebt und einer der Charaktere im Buch lebt dort. Und die Vorstellung, sich in die Natur zurückzubegeben. Und bei Thoreau war das ideal. Der war 3 Meilen von der Stadt entfernt. Der konnte da hingehen, Kaffee trinken, Zeitung lesen und mit jedem sich unterhalten. Und hatte trotzdem dieses Stück Natur für sich. Und das ist für uns so eigentlich nicht mehr verfügbar. Wir sind jetzt 7 Milliarden Menschen. Wir leben in Kisten, aufeinander gestapelt. Wir kriegen immer mehr Unterhaltung serviert. Unsere Nahrungsmittel, alles wird uns vor die Tür gestellt, ohne dass wir jemals auch nur einen Schritt nach außen machen müssten. Nicht mal mehr auf die Straße. Und davon versuche ich, mich zurückzuziehen. Ich muss auch draußen sein. Was sieht ein Bär, der abends an ihrer Berghütte vorbeikommt und durch die Scheibe guckt von außen? Ich habe viele Begegnungen mit Bären gehabt und auch mit den Berglöwen, die es hier in Europa ja nicht gibt. Ich habe 3 Mal schon einen Berglöwen alleine in der Natur angetroffen. Das ist sehr aufregend. Adam kommt immer wieder zu Sarah, um zu essen, zu duschen und Sex zu haben. Welches dieser 3 Bedürfnisse ist Ihnen am wertvollsten? Yes. It's kind of ironic that Adam wants to be a mountain man. Nun, es ist schon ironisch, dass er ein Mountain Man wie Coulter sein möchte, aber er kann es einfach nicht, weil er an unsere Gesellschaft angebunden ist. Deswegen geht er immer wieder zurück zu Sarah, damit er den Komfort des zivilisierten Lebens genießen kann und auch Sex zu haben. Was ist für mich wichtiger, Sex oder Natur? Nun, Sex ist Natur. Der superreiche Mitt Romney hat ein schönes Haus bei San Diego. Tom Hanks lebt in Santa Monica und Sie noch etwas weiter nördlich in Santa Barbara. Warum leben die richtig erfolgreichen Amerikaner an der Westküste? Oh, darüber kann ich eigentlich nichts sagen. Ich glaube, dass erfolgreiche Amerikaner da leben, wo sie leben wollen oder wo ihr Geschäft sie hin verschlägt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich nur zufällig an der Westküste gelandet bin, aber jetzt bin ich eben in California Boy. Okay, da schließt die nächste Frage gleich an. Wovon findet man an Ihnen heute noch eher Spuren? Von dem ehemaligen Kleinstadtbewohner, der Sie waren, oder von demjenigen, der mal so ein am Heroin probierender Hippie war? I think, having grown up in a small area, nun, in einer kleinen Ortschaft aufgewachsen zu sein, wo es aber auch große Wälder gab, als ich klein war. Jetzt ist natürlich alles asphaltiert und Häuser sind dahin gebaut worden. Aber wir hatten eben Wälder, durch die wir streifen konnten. Und ich bin ein bisschen groß geworden wie Huckleberry Finn. Und das wird für mich immer wohl der wichtigste Teil meines Lebens bleiben. Sehr viel wichtiger als irgendwelche städtischen Lebenserfahrungen, die ich gesammelt habe.
Fantastisch, T.C. Boyle, meine Damen und Herren. Hart auf hart heißt das neue Buch, das Sie bitteschön zur Hand nehmen, wenn Sie daran interessiert sind, in das moderne Amerika mal reinzugucken. Ich freue mich schon darauf, T.C. bald wiedersehen zu können, nämlich morgen Abend im großen Sendesaal des RBB, wo die Weltpremiere stattfinden wird, hier tatsächlich bei uns im Haus. Das wird ein großer Spaß. Vielen Dank, T.C. Für heute. Und meine Damen und Herren, es geht jetzt hier bei uns im RBB weiter mit die Partisan Krieg hinter der Front. Artem Demenok und Andreas Christoph Schmidt haben über diesen sehr, sehr blutigen Teil, sehr blutige Facette des Zweiten Weltkrieges einen Dokumentarfilm gemacht, den Sie jetzt hier bei uns sehen können. Damit wünsche ich Ihnen gewiss nicht viel Vergnügen, aber ich hoffe, es ist spannend für Sie. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.